Hey, es passiert nichts. Nochmal bitte. Also bei mir läuft. Mein Programm hat nicht reagiert. Hat die Taste gedrückt? Ist das Pony hier dreckig? Ich leg nochmal los, ja? Mhm. Nochmal kurzer Test. Pony, nein, es passiert immer noch nichts. Was ist da los? Warte mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. In dieser Folge exklusiv hinter den Kulissen. Ja, das nehmen wir einfach hier rein. Sehen Sie die alltäglichen Probleme eines Let's Players. Die alltäglichen Probleme eines Anonymous. Wir haben die Probleme. Das größte Problem war, dass ich gerade mein Streaming-Profil eingestellt habe. Das kenne ich nur zu gut und dann plötzlich streamt man TTT und die Leute fragen, schreiben einen plötzlich an. Sag mal, willst du TTT streamen? Nein, das kann mir eigentlich nicht passieren. Das habe ich. Ja. Nur, dass nichts passiert, ey. Ja, funktioniert das jetzt? Sorry. Oh Gott. Track. Bei mir sind sie eine Folge okay, Überlänge. Ich bin bereit. Track. Okay. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu Unholy Kingdom. Komm mal her. Mit Gorobai. Hallo. Mit Maxi McFly. Hallo. Guck, jetzt kommt man da zu Chibo. Mit Jeevi. Hallo. Wir haben viel vor heute. Anonymous ist auch dabei. Hallo. Auch die ist dabei. Macht ihr schon wieder da? Was treibt ihr da für Schaber? Komm mal zu mir, zu meinem Haus. Track. Jetzt kommt gleich mal hier hin, gleich zu mir. Und, twerken, oder was? Und guck ins Chicos Haus rein. Von hier, ins Fenster. Rastet der da aus, der Villager, oder was? Keine Ahnung, was du machst. Verarscht den Villager, oder was? Ja, die machen sich lustig über den armen Jungen. Ja. Warte mal. Der rennt gar nicht unter näher. Der hat Angst. Vor euch. Track. Jetzt hat alle ihn gehauen, jetzt rennt er weg. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt echt mal meinen. Also irgendwie habe ich da Lust drauf. Häuschen steht. Ah, warte mal schon kurz, da sagst du was. Okay, so. Haben wir irgendwo, ich meine, wir haben Strip Mining in der Mine ja schon, aber... So soll es sein. Ja, lohnt sich das da irgendwie noch großartig, da zu minen oder... Weiter zu Strip Mining, natürlich lohnt sich das. Das will ich meinen. Ich habe gerade 3 Dias gefunden. Drei Dias habe ich gefunden, ey. Ey Leute, ich hab mal eine Frage. Eine jugendfreie Frage? Was hast du, Jeevi? Ja, eine Jugendfrage. Eine Jugendfrage. Mit der Juden? Na komm, dann hau raus jetzt. Ja, und zwar, ich hab letztens über das Thema mal ein bisschen nachgedacht. Da kam es dazu, dass wir überlegt hatten, was für Musik hat man eigentlich damals gehört und, was mich dazu natürlich brennend interessiert ist, habt ihr euch dementsprechend auch gekleidet? War das abzusehen, was ihr für eine Musik gehört habt in eurer Teenagerzeit? Gute Frage, ne? Also ich glaube, mir konnte man das nicht ansehen. Nee, ich glaube, nein. Ja, dann erstmal los, was habt ihr denn für Musik gehört? Was war denn damals so euer Metier? Also bei mir hauptsächlich Rock. Ich wollte gerade sagen. Ein paar Oldies, die mein Papa gehört hat, also so Supertramp zum Beispiel, habe ich immer mega gern gehört. Und dann noch ein paar ausgewählte Hip-Hop-Sachen. Aber mehr so englischer Hip-Hop, also okay. Englischsprachiger und kein Deutsch-Rap oder sowas. Next. Ja. Jungs! Hä? Hast du dich gerade teleportiert? Teleportiert oder was? Teleportiert? Nein. Du bist doch gerade teleportiert. Warum hab ich eigentlich mal Rackel? Nee, Period. Da wollte ich noch irgendwas machen. Peridot. Wieso sind die Dias eigentlich hier? Ich hab die ins Lager getan. Peridot. Haben wir eigentlich eine Schere? Ah ja, bei den Schafen, ne? Ja. Im Lager, bei den Werkzeugen. Nee, mir hat man das nicht angesehen, aber ich weiß auch nicht, was ich gehört habe. Ich habe irgendwie alles gehört und nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch irgendwie so. Aber hat man mir nicht angesehen, ich war halt so auch schon das Opfer. Was man ihm angesehen hat, war halt, meine Dummheit halt. Dein Drogenkonsum. Ich habe keine Drogen konsumiert. Du bist falsch, Jeevi, glaube ich, aber mach mal ruhig. Nee, ich habe irgendwie Bock gehabt, einfach du so. Du bist so falsch. Und hat man das Bier angesehen, Jeevi? Ja. Was hast du denn gehört?
Mein damaliger Freundeskreis bestand so gesehen aus allem Möglichen, also von Hip-Hop und Gabba und, ach, schlag mich tot, Techno. Gabba? Goro, echt nicht, jetzt? Hast du nicht Gabba, kennst du nicht Gabba Gandalf? Doch, aber ich wusste nie, was das heißt. Dann hör dir mal die Musik an, wenn der einfährt in dem Film. In Lord of the Reach sprechen wir jetzt gerade, Leute. Leck Lord der of Team the Reach? Nee. Was? Nein. Nein? Ja, nein. Hat's bei mir nur gerade gelacht. Ich bin gerade nur gestorben und hab nicht dazu nichts gesagt. Erzähl weiter. Ja, ich hab auch Rock gehört. Und Metal und whoop. Kurz noch eben abbauen. Und Alternative und deutschen Hip-Hop. Also alles Mögliche. Und ich hatte tatsächlich meine wilde Phase zu der Zeit. Also ich hab da irgendwie... Oh. Kinder, macht das nicht nach. Ich hab mir mit 14 unerlaubt Piercing stechen lassen. Von Freunden oder was? Oder? Tatsächlich... Im Gefängnis. Ja, im Knast. Der Onkel von der Freundin ist Privat-Tätowierer und Piercer gewesen. Das habe ich natürlich ausgenutzt. Das heißt, ich hatte dann mit 16 Nasenpiercing, mit 14 Nasenpiercing, mit 15 Augenbrauenpiercing und habe mir dann mit 16 mein erstes Tattoo stechen lassen. Und ja, ich habe das schon sehr ausgelebt. Selbst die schwarze Haare, Zeit und alles hatte ich mal durch. Wenn man mich heute sieht, dann glaubt das keiner, aber es gibt Fotos, es gibt Beweise. Wo sind meine Tacos eigentlich? Ich hab mal gerade rum. Ja, dein Internet. Anne. Oh. Sag mal lieber still. Anne, ne? Track. Reicht ja schon, dass du deine Videos unprofessionell machst, aber da musst du unsere ja nicht machen. Ich glaube, sie schreibt irgendwas. Ach, ich kann nicht gucken, wenn ich raustappe. Also mein Internet spackt rum, sagt sie. Ja. Ohne Scheiß, Anne, hätte ich nicht gedacht. Ohne Scheiß, ich schon. Ist, oh Gott. Ihr spackt rum. Leute, hörst du auch. Du hast jetzt wieder, Jeevee. Muss jetzt wieder extra aus der Mine kommen, um dir den Arsch zu retten. Ich glaub's kann mir nicht. Einer... Wow, ich haut etwas, was unsichtbar ist. Gibt's sowas? Ja. Nein. Was mach ich jetzt mit dem Robo-Puffle? Nein. Ich stepp gleich. Ey, ich kann's nicht hauen. Ich seh's nicht. Ich werd sowas von sterben, Leute. Du musst dir einen Kürbis aufsetzen, dann siehst du das. Ach komm, verarsch mich nicht, echt? Ich weiß es nicht, aber das klingt jetzt nach der logischen Erklärung irgendwo. Okay, ich hab mich jetzt eingeschlossen. Wo bist du denn? Ich hab in irgendwo in eine Höhle reingefallen. Also keine. Ich hab sie gesehen, wo sie war, aber ich hab selber kein Essen. Warte mal, ihr seid alle unter Tage? Ja. Ja. Ich nehm ein bisschen Essen mit. Ich hör's, aber ich kann's nicht sehen. Das ist doch eine Verarsche hier. Vielleicht ist es einfach nur ein Geonach, der nicht wirklich aus der Wand gekommen ist, sondern jetzt immer noch irgendwie halb in der Wand hängt. Ich hab mich von der Wand entfernt, aber... Deswegen, ja. Na gut, wo ist denn Essen? Da ist Essen. Hast du den Angel Creeper angegriffen? Nein. Ich hab nichts. Ich nehm dir ein paar Tassen Kaffee mit, ne? Ja, ich hab grad schon ausgetrunken, also gut. Das passt. Läuft. Ich höre ihn die ganze Zeit, das ist so ein Geofie, das hört man auch, aber ich sehe ihn nicht. Dann hängt er noch irgendwo in der Wand. Achso, hier bist du. Ich habe mich eingebuddelt. Ja, komm, Goro, bei, wir müssen das kleine Mädel retten. Ja, ich muss mir erstmal selber was zu essen holen. Ich habe hier ganz viel Essen mitgenommen. Oder das heißt ganz viel, ich habe keine Sandwiches und ein bisschen Steak. Ich kann nicht mal mehr rennen, ich bin starving jetzt. Wo ist sie denn hin? Du weißt, wo die hin ist, ne? Ja, so ungefähr. Einfach geradeaus und dann weiter geradeaus. Und dann sie ist nach rechts gegangen. Ach du Scheiße. Was heißt denn? Was das heißt? Einfach mal nach rechts gehen. Da, wo ihr also langläuft, das ist, ich bin schon den normalen Minen und ja gut, das kann ich natürlich jetzt schwer erklären. Komm, das Problem ist, die Treppen enden. Dann geht's links runter, rechts nach oben und geradeaus weiter. Ja, links geht's ja zum Strip-Mine. Da muss ja die Schlucht runterspringen. Da bin ich ja, ich bin ja nicht in Lava gestorben. Ich bin ja von diesem Lava-Vieh gestorben. Da steht scheinbar dasselbe, dann try to swim in lava. Deswegen waren meine Sachen alle noch da, bis auf meine Tacos. Ich weiß ungefähr, wo sie ist. Bist du die Mine runtergegangen, Max? Bist du beim Angel Creeper, Max? Ich stehe hinterm Angel Creeper. Angel Creeper. Ja, da bist du. Hier. Ich glaube, sie ist hier irgendwo. Such die Chibi. Da hinten ist auf jeden Fall ihr Name. Ja, ich sehe euch auf jeden Fall. Ich bin nur ein bisschen weiter unten. Du darfst dich nicht ducken, Chibi. Nee, doch nicht. Darf mich nicht ducken? Lass dich nicht verstecken.
Hier ist Wasser, Max. Bist du hinter mir? Nö. Hopp. Und die von uns. Okay. Warum passiert das immer mir? Ich sehe ihren Namen nicht mehr. Doch, der ist da hinten. Der ist noch tiefer. Ich geh mal hier rauf. Und buddel mal hier weiter. Rettungsaktion in diesem Fall bei Guru und Maxi zu sehen. Bei mir sieht man nur. Bei ihr sieht man nur die Höhle, bei Anne hört man nur. Anne, glaube ich, pausiert. Ja, wahrscheinlich. Ich mag nur die roten Gummibärchen. Nur die roten. Keine Ahnung, ich hab die Fackeln. Du hast die Fackeln? Ich hab die Fackeln. Und noch ein Stack Fackeln dabei, deswegen. Du darfst mir nicht in die Spitze gelaufen. Ich glaube, sie hört schon das Klacken. Ja, klack, 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 klack. Klack, klack, klack. Wir hören auch. Ja, das ist ja so viel zum Thema unsichtbar. Nicht hauen! So, da bin ich wieder. Hört ihr mich wieder normal? Hallo. Okay. Boah, Max hat mich fast gekillt, ey. Ich hab aber die ganze Zeit die Aufnahme tapfer laufen lassen. Ne? Ah, danke. Ey! Okay. Wir hören dich noch, Anna. Hallo. Ja, hallo. Ja, ich glaube. Guck mal, willst du auch ein bisschen Kaffee? Nee, ich hab genug. Kaffee. Okay. Hier ist ein Taco. Moment, ich brauche gar nichts essen. So, GV haben wir gerettet. Was war denn mit GV eigentlich? Oh, ich seh ihn schon. Oh, doch, jetzt seh ich ihn. Ich seh ihn. Was war denn mit GV? Mit GV? Ja, sie legt sich hier mit den Geo-Monstern. Sie legt sich mit diesen Geo-Dingern an, die manchmal aus den Steinen kommen. Ja, der war bei mir unsichtbar. Ich konnte ihn nicht sehen. Oh, mach mal. Ach so, wenn das so ist. Nichts Wildes halt. Typische GV-Aktion. Hm? Ich finde das super. Du meinst das ab. Ich sammle das auf und krieg sogar halt die Erfahrung dafür. Anne. Ja. Ne? Was war denn da los eben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat man einen Speedtest gemacht und so? Irgendwie Osten. Weniger als sonst. Keine Ahnung. Okay. Ein Zombie Night, Leute. Ich hab mich natürlich verteidigt. Zombie Night. Ein Zombie Knight. Warum liegen hier ganz viele Kristalle, die brennen? Ah, warum liegt da nicht Stroh? Zombie Night. Warum kann ich das nicht aufsammeln? Warum liegt hier Stroh? Osmium. Was ist denn so jetzt? Einfach nochmal eine Frage in den Raum gestellt. Ist ja jetzt so der Übergang vom Winter ins Frühjahr, ne? Was ist denn so zur jetzigen Jahreszeit so euer Lieblingsessen? Also was esst ihr denn jetzt gerade so richtig gerne? Oh. Alles. Wie sonst immer bei mir ist es so Jahreszeit. Ich wollte gerade sagen, das Einzige, was ich wirklich, wirklich, wirklich gerne esse, sind Frühlingszwiebeln. Und lustigerweise gibt es die besten Frühlingszwiebeln auch im Frühling. Die gibt es natürlich das ganze Jahr über. Und was ich mega gern esse, das ist aber da natürlich jetzt noch viel zu früh, Spargel. Aber das kommt dann ja erst. Ja, guck, das kommt ja erst. Aber sowas habe ich auch, an sowas habe ich halt gedacht so. Oder man sagt ja jetzt noch so eine Suppe, so wenn man nach so einem regnerischen Tag nach Hause kommt, so eine schöne warme Suppe oder so. Oh, ja doch, das hat ja schon ganz gut aus. Weil ich irgendwie nie der das irgendwie jahreszeitenabhängig gemacht hat. Ich kenne das schon. Im Winter isst du halt mal Grünkohl und. Nee, habe ich noch nie gegessen. Zu Feiertagen, ja, aber das ist auch feiertagsabhängig, aber nicht wirklich jahreszeitenabhängig. Doch einmal hatten wir im Sommer so viele oder im Herbst so viele Kartoffeln geerntet, dass wir den ganzen Winter uns von Kartoffeln ernährt haben. Wir hatten 3 Schubkarren voll. Was ja auch so ein Ding ist, was es eher im Winter gibt, ist Feldsalat. Das esse ich auch unglaublich gerne. Auch geil, ja. Ey, diese blöde Monster Angel Creeper, der hier mitten in der Mine rumflattert. Greif den bitte nicht an, ich weiß nicht, was Angel Creeper machen. Ich auch nicht, aber das ist sowieso ein Rare Found Angel Creeper of Crispiness. Auf Doom. Nee, auf Crispiness. Auf Doom. Der ist ja so richtig crispy dann. Ja, ist crispy, crispy. So, dann würde ich sagen, haben wir oben das Bereich, Schalterbereich Dingens, Bummens eingerichtet. Ja? Ja. Rathaus. Jetzt das ist sehr gut. Hier den Empfang an. Der Empfang ist auch fertig, würde ich sagen. Der Villager ist tot hier im Empfang. Oh. Der wurde scheinbar getötet von. Oder er hat gerage-quittet, weil die Leute mal so unhöflich waren. Reicht's. Wer auch raus hier.
Da muss man auch mal sagen, Mensch, das darf er auch. Also Rage Quit ist dann auch erlaubt irgendwann. Gut, wir müssen dann eine Stellenausschreibung dann machen. Kämpft hier gerade einer gegen den Zombie? Nein. Machen wir deswegen Anne eine Überlänge oder nehmen wir Anne normal auf? Nee, ich hab da weiterlaufen lassen. Ihr habt euer Gequatsche beim Hintergrund noch zu hören, dann, also sobald es wieder ging. Also Leute, ich würde sagen, Givi ist das. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ach nee, wer hat eine Einladung gemacht? Ja, Anne. Aber trotzdem sind es doch erst 14 Minuten. Aber okay. Habt ihr alle Stimmt, Anne ist ja auch spät angefangen. Da sagst du was. Habt ihr alle weiterlaufen lassen oder was? Ja. Ja. Boah, das hätte ich mir aber sagen können. Na gut, okay Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Meine Folge war natürlich ganz großartig heute. Haben viel geschafft heute. Und unsere Empfangsdame hat gekündigt. Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge, Leute. Tschüss.